Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind hier bei der Anselwund Ausgrabungs... Ja, Ort Excavation ist ja so ein bisschen immer eine Ausgrabungsstelle. Und wir waren ja letztens noch höhenwegs und haben Shalidors Schriften gesucht und vermutet, dass sie oben auf diesen Absatz lagen, wo wir nicht hingekommen sind. Und vielleicht ist das hier irgendwie der Eingang dazu. Mal schauen. Alles klar, da geht schon Party ab, ohne dass was von uns gemacht wird. Holen wir mal direkt einen Bogen raus. Wir sehen da ja schon stehen. Ein Geist. Und irgendwer hat's gemerkt. Bleibt mal ganz cool. Da kommt jemand runtergerannt. Links, habt ihr gesehen? Also. Trauger. Und er lebt noch. Auch nicht mehr lang. Was? Alter Cheater. Na gut. Macht halt unsere Zauberung. Okay. Der andere hat es nicht gemacht. Konnte ich nicht den sogar noch irgendwie wegstehen? Ja, so. Gut. So, dann machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Licht. Eigentlich müsste ein bisschen unsere Zauber trainieren, ne? So, Kerzschein. So, haben wir hier schon irgendwas Spannendes verpasst? Unwahrscheinlich, aber nein. Schleichen ist im Dunkeln natürlich immer besser. Wo es bei dem Spiel jetzt nicht viel ausmacht. Den Trank nehmen wir, den Rest brauchen wir nicht. Dankeschön. Oh, das war kein Geist. Achso, das war der Trauger. Seenstein Gold. Ach du Schande. Wirklich mickrige Ausrüstung. Das war ein Geist. So, da ist auch schon mal einer draufgegangen. Anscheinend haben die sich nicht gemocht. Wir waren das auf jeden Fall noch nicht. So, wir sind auf jeden Fall noch mehr, haben wir vorhin schon gesehen. Waren ja einige rote Punkte. Oben ist irgendeine Rune. Ach, das ist die Truhe, wo was Besonderes drin ist. Das ist durch den einen Mod. Novize kommt, Leute. Geschenkt. Gold, mhm. Thundercrack, ja, kann man verkaufen nur noch. Dietrich Kettenstiefel, ja geil. Das bringt Satschatter. So. Düp-düp-düm. Sind das Eier? Nee. Nur wirklich kraftig etwas zurückgebliebene Steine. Salz ist nie verkehrt, wo ich davon echt genug habe. Hat eigentlich nie genug. Für nichts. So. In diesem großen Gebiet ist keiner unterwegs. Okay. Das Öl und ich höre hier was kämpfen. Oder jemand baut hier bergmäßig ab. Ein Totenbeschwörer oder so. Ja, da will ich mich jetzt nicht anlegen. Ich hoffe, dass das Spiel Lücken akzeptiert. Und nicht, dass hier ein unsichtbarer Wand gleich ist, wo der Pfeil drin steckt. Hatte ich schon was von unsichtbaren Wänden erwähnt, in denen Pfeile stecken bleiben können? Nur mal so, einfach als Frage. The Warrior Flame touches you, das ist doch schön. Es bringt natürlich wenig, die Trauger zu töten, wenn er die befiehlt. Er kann die widerrufen. Nein, wir werden auch einen direkten Kampf problemlos überstehen, so ist ja nicht. Aber es muss ja nicht sein, so. Vor allem sollte man, ja, das was ich vermutet habe, einen Erzkyromant, also Eismann. Ja, ja. Schade.
Oh, der heilt sich. Wo ist er? Da. Hier, das ist ein Kollege. Okay. Gut, okay. Damit ist die Party aber erst noch vorbei. Kari, Kerzenschein, zack. Nebenbei, ab dem Video hier versuche ich mal mit wöchentlichen Uploads. Arbeitstechnisch scheint das so langsam möglich zu sein. Das ist eigentlich ganz nett. So. Okay. Gute Beschwörer, Meister. Ui. Sehr flach, aber. Okay. An sich echt gute Ausrüstung, Kumpel. Ich brauche den Pfeil nicht unbedingt wieder. Dann habe ich sogar noch mehr als Salz. So, und zwar 5 Regel versuchen wir einzuhalten, dass wir nicht jeden noch so kleinen Gegenstand mitnehmen. Ganz ehrlich, sind wir ganz offen, der will doch, dass wir den erdolchen, oder? Seht ihr auch so, ne? Warum nicht so sortieren? Wir können doch das Ding abschießen, dann haben wir ja alles voller Feuer, aber. Gut, das machen wir jetzt gleich. Trotz 9,8-fachen Schaden. So, hat der Dolch sich mal wieder aufgeladen? Ja. So. Huch. Ja, ich will nicht selber in der Brühe stehen. Okay. Ich wollte gerade sagen, muss doch reichen. Dass es losgeht. Hopster! Hä? Wo ist er hin? Also er ist tot, das bin ich mir sicher, aber... Hab ihn so tot gemacht, dass er ganz weg ist. Ich habe doch noch seine Waffe fallen hören. Wurde er so aktiv? Mal gesehen. Ach da! Ist er nochmal in die Ecke gesprungen, bevor er gestorben ist. Boah, eben R2 hinter... Oh. Wunderschön, wunderschön. Also nicht nur vom Wert, mir gefällt der allgemein auch. Ja, ich hoffe bei einem neuen Teil, es wird ja immer klarer, dass der bald fertig wird. Naja, bald. In 3 Jahren, schätze ich mal. Aber dass es dann auch die Transmogrifikation da geben soll. Das ist zumindest mal ein Wunsch gewesen. Ich hoffe, der wird von den Machern gehört, weil da könnte man echt sich ein hübsches Schwert machen mit geilen Werten. Und dann auch das Aussehen dazu haben, das man selber toll findet. Ah, da kommt dann was runter, oder? Mal gucken. Ja. Ja, deswegen sind wir einen Schritt zur Seite gegangen, dass nicht viel passiert. Da ist erstmal noch nichts. Irgendwo ist einer. Irgendwo ist einer. Wie hat er mich gesehen, gehört, geworfen? Wo ist er? Der steht da oben oder so. Kurze Pause. Okay, Pause zu Ende. War wegen Piepen. Ich muss ja da oben gewesen sein. Das hat er mich ja nicht gesehen. Der kommt gleich wieder. Wo ist selbst da, mich zu sehen? Schwer. Da ist auch wieder was zum Rundschießen. Da ist er. Okay. Wusstest du nicht, dass der schwach ist? Ah, da steht auch dann noch einer. Lehrling kommt. Geschenkt. Oh, aber netter Loot dafür.
Das war alles hier oben. Und noch ein Trank. Oh, 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 sehr wertvoll. Größten Trankbrauer der Welt anscheinend noch gemacht. Okay, ja, das Umschalten ist immer ein bisschen... Es ist ein gutes System, ja? Ich will es jetzt nicht kritisieren. Ich wüsste auch nicht, wie ich das besser machen kann. Das ist der nächste Punkt, aber... Wenn man dann so viele Sachen, die einem gefallen, ne? Dann muss man ein bisschen durchscrollen. Da ist eine Stolperfalle. Dann geht der Baum los bestimmt. So, irgendwie manuell aktivieren. Ah, ne, ist der Morgenstern, okay. Mal ganz ehrlich, Leute. Wer weiß, wer oder was da steht. Wir machen uns mal bemerkbar. Ich denke, hier in dem Fall sogar ein Bolid mal angemessen. Da. Wow. Okay. Hat tatsächlich gereicht. Huch. Ich bin Lua als Garven. Wer seid ihr, dass ihr mich stört? Verschwindet, oder ihr werdet Teil meiner Armee der Toten. Lua als Garven töten? Okay. Wir sind also hier in der Totenbeschwörergruft. Das ist ganz nett. Totenbeschwörer können ordentlich austeilen. Ich schau noch kurz da. So, wir brauchen wieder ein bisschen Licht. Geht's da rum? Da geht's dann weiter, okay. Oh, das habe ich nicht erwischt. Hauptsache, es erwischt keine uns dann damit. War nur Novize, alles klar. War keine ernsthafte Ver- Wow! Warum gebt ihr Novizen so einen krassen Stab? Was stimmt mit euch nicht? Ich würde meinen Lehrling doch auch nicht den, weiß nicht, Zweihänder des absoluten Todes, den ich von dem ehemaligen Conan gestohlen habe, in die Hand drücken. Nicht, weil ich ihm nichts vertraue, sondern weil ich mir sage, hey, der ist meiner. Wow. Nee, sorry, Preis-Leistung stimmt hier nicht. So. Aber die Sprecherin echt einen tollen Job gemacht. Also ein paar Sprecher fand ich hier nicht so geil. Es waren ja allgemein gar nicht so viele. Aber die macht das richtig gut. Oh, guck mal, wer da ist. Jetzt ist der Frage, ist der die alleine? Können, wollen, sollen wir uns anschleichen? Scheißen, schießen wir einfach einen Pfeil im Kopf? Müssen wir schleichen? Ist da jemand? Alles klar. Mit dem Schleichen hat nicht so gut funktioniert. Allerdings, wenn sie sich umdrehen. Hm, doch niemand hier. Eigentlich habe ich doch eine Verzauberung, die mich lautlos bewegen lässt. Was? Eigentlich. Kommt Leute, warum rennen wir weg? Wir wollten doch eh unsere Zauber trainieren. Und was macht sich besser als... Ja, wenn wir jetzt hier gleich raushauen, wo ist es denn? Flammenmantel? Nee, wie heißt es denn? Flaming Skull? Nein. Berührung des Todes können wir auch machen zum Trainieren, ne? Kommt. Was soll's. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Hi. Du bist nur ein Lehrling. Ich bin Erzmagier, wie geht's dir? Gut, ich gebe zu, das war ziemlich fies. Hat aber Spaß gemacht. So, Kerzenschein wieder an. Wieder Schleichmodus. Bam. Jetzt gucken wir uns mal die... Hm, ist alles schön brav umgefallen.
Zuerst mal gucken wir hier. 3 Schlafsäcke, 3 Tote, das passt. Tomato brauchen wir nicht. Karotte ebenfalls nicht. Mehlsack auch nicht. Ja, für Leute, die damit Überlebenssachen spielen, ist das natürlich ganz wichtig. Aber für uns jetzt nicht. Menschliches Herz. Magierrobe, perfekt. Mitnehmen, Magierrobe. Stiefel kannst du behalten. So. Ui, ein Zwergendolch. Das ist ganz nett. Okay, do. Wertvoller Wein. Totenbeschwörer besaufen sich anscheinend. Ah, Garlic, Knoblauch. Okay. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Erhebt euch aus euren Gräbern und tötet diesen Wurm. Nur keine Lust. Bleibt in euren Gräbern. Der Wurm holt sich jetzt ein Bombardement. Okay, da kommen einige. Wow, du siehst cool aus. Überlebst du das? Du überlebst das. Komm, nehmen wir einen Dolch. So, geht doch. Coole Augen. Okay. Geht gerade noch so. Nope. Nope. Der ist gut gefallen. Okay, nein. Ja. Hatten wir nicht 3? Der Kerzenschein, also. Wenn der ein bisschen länger aushalten würde, wäre ganz nett. Okay. Sehe ich aber gerade nicht. Meine, hat mich jetzt nicht verwundert. Ein langer Gang und Totenschwörerin, dass sie da irgendwelche auf uns hetzt. Das war ja eigentlich fast schon sicher. Diese normale Deko-Skelette, die haben nichts, okay. Auch toller Beruf, was bist du, Deko-Skelett? Ein Truhe, Gold, Seelenstein, Magikatrank. Seltsam schienen sie auch immer von Preis-Leistung ganz gut. Komisch aus hier. Keiner, der da oben rumläuft? Das war garantiert einer, der ist gerade Patrouille oder so. Huh. Aha. Wow. Krass. Krass gefährlich. Wir bestimmt gleich in den Gegner rein. Was? Ehrlich nicht? Okay, noch ist er tot. Aber der sieht lebendig aus. Ich fühle mich hier auch nicht besonders willkommen. Ganz pro forma auf das Ding schießen. Aber es ist nichts, was treffen könnte.
Ach, das ist der, den wir vor uns da drüben gekillt haben, oder? Nee, oder? Doch, da waren wir schon. Alles klar. Dietrische. Kann man nie genug haben. Versuchen wir uns ein Bombardement. Ein Overlord. Oh fuck, wo haben wir eingelassen? Oh, der nimmt trotzdem ordentlich Schaden. Cool. Okay, mittlerweile sind wir anscheinend so gut da drin, dass wir damit auch einen Overlord weghauen. Alter, ein Erzbogen. Oh. Nett. Fehlender Name, auch nicht schlecht. Okay, gut. Das ist modbedingt bestimmt. Fehlender Name ist nicht schlecht. Okay. Ach, Lehrling. Gut. So. Können wir kurz nachjustieren, dann passt das. Entre das Wetter. Habe jetzt keine Ahnung, was das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Sicht wird manchmal ein bisschen schlechter, wenn es... Das ist wie eine Fahne, alles gut. Wenn es regnet, schneit oder so, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass das eine krasse Einschränkung wäre. Ja, das war auch mal sein Sarg. Oder Sarkophag, wenn wir es ganz richtig machen wollen. Da ist ein Stolperdraht. Mhm. Und da steht einer. Nee, falsch, so. Mal gucken, jetzt sind nämlich bestimmt noch mehr. Ancient Skelett von Reaver Berserker. Allein schon der Name. Ich komme nicht hoch, bin alt. Also anscheinend noch ein Totenbeschwörer. Das klang nämlich nicht nach einem Untoten. Gut, dass das Spann keine Ausdauer kostet. Ist da jemand? Ja. Deltra Warshipper und Erze auch noch. Oh krass. Okay, ich komme hier nicht hin. Alter, ich hab durchgeschossen. Ja, ich muss kurz raus, bis der Boden sich aufgeladen hat. Danach gehen wir dann in den sportlichen Kampf. So, wir machen das folgendermaßen. Habe ich links irgendwas Spannendes? Berührung des Todes ist spannend, aber nur für Menschen eigentlich. Ich denke nicht, dass ich Schutz brauchen werde. Nee. Deswegen kommen wir nehmen einfach nach dem Dolch. Du hast doch fehlt. Stups dich tot. Haha, treff mich, treff mich, treff mich. Dich. Ach, okay. Wow. Meine zwar verdammt schwer, aber wow. Was mehr hat er denn nicht? Also, außer diese geile Waffe. Wo ist sie? Da. Mhm. Immer stark. Hätte ich eigentlich auch mitnehmen können, egal. Das bisschen. So. Oh! Lebst du? Nein. Das ist ein Stein.
Kollege hängt fest. Sagt mir nur Taurus oder so. Wir warten nur kurz, bis unsere Schleichleiste wieder voll ist. Danach knallen wir dem ein paar Poliden gegen den Kopf. Ein Okrim. Okrim scheint einiges auszuhalten. Hä? Halt unsichtbar machen, oder? Den grillen wir jetzt so. Gut, okay. Dann wieder Kerzenschein auf Schnelltaste, damit wir hier ein bisschen was sehen. Ich finde ja auch dunkle Settings teilweise gar nicht mal so schlecht. Kommt immer drauf an, wie man es macht. Ist aber natürlich, wenn man mal was sucht oder jemand was zeigen will, wie bei einem Let's Play, immer ein bisschen lästig. Oh, ein Hebel. Eine Falle. Ah, dann spuckt das Ding Feuer, okay. Ich wollte wissen, was passiert, gebe ich dir ganz ehrlich zu. Ah, und hier ist ein Rätsel. Der hat ein Detaherz, okay. Du hast Tagebuch, da steht doch hier die Lösung drinne. 25 Jahre lang habe ich um meinen Mann getrauert und auf Rache am Kaiserreich gesonnen, das sie mir genommen hat. Ich habe die Magie erforscht, mit deren Hilfe ich seinen Geist wieder einen Körper geben kann. Und etwas an der Geschichte von Fjorgi und Holgeire hat mich hierher geführt. Holgeire wird ein perfektes Gefäß abgeben, um einen Sael wieder auferstehen zu lassen. Ist mir gelungen, die Toten hier zu erwecken und sie als Arbeitskräfte einzusetzen, um den Weg zur Hauptkammer der Gruft freizuräumen. Es muss wohl an den Methoden liegen, derer sich die Alten dort bedienten. Sie sind unglaublich gut erhalten. Wenn diese Sturmwände doch bloß halb so viel Verstand hätten. Wir hätten sie benutzen können, um die Elfen vom Kontinent zu fegen, hätten einen neuen Staat gründen können, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Und gerade jetzt, wo ich so kurz vor dem Ziel stehe, bricht ein Krieg aus. Der schlafende Bär von Himmelsrand, der uns nach Hammerfell nicht zur Hilfe ein wollte, wacht ausgerechnet jetzt auf, wo das Kaiserreich sie auch im Stich gelassen hat. Sie glauben wohl, sie wüssten, was es heißt, durch das Kaiserreich Qualen zu erleiden? Sie wissen gar nichts. Ich würde das Kaiserreich als auch diese Söhne vom Himmelsrand ins Reich des Vergessens schicken. Okay, da nur Bär da drin stand, war das jetzt vielleicht nicht das Wichtigste. Steht's hier bestimmt. Vom Fjorgi und Holgeire, Verfasser unbekannt. Am 29. Sommer ihres Lebens begegnete Fjorgi, die Jägerin, dem Kriegsherrn Holgeire, auf dem Schlachtfeld. Niemand weiß mehr, worum es bei diesem Kampf ging, denn ihre künftige Liebe war derart groß, dass sie alle Rivalitäten und Streitereien überdeckte. Vor den Augen ihrer Anhänger kämpften sie, bis es zu einer Pattsituation kam. Ihr Schwert brach seine Axt in zwei und sein Schild ließ ihre Klinge stumpf werden, sodass alle sahen, dass sie einander ebenbürtig waren. So wie Adler ihr Partner finden, so fand Fjorgi mit Holgeire auch den ihren und für die Clans des Waldes brachte eine Zeit des Friedens an. Doch wie die Wärme des Sommers der Kälte des Winters weicht, so wird auch dieser Frieden ein Ende finden. So kam die Schlange, okay, haben wir es ja, so Adlerschlange, und bis Holgeire. Tief drang er Gift in seine Wunde ein. Als Fjorgi die schneebedeckten Gipfel überquert hatte und die Küste erreichte, erwartete sie der Anblick eines Wals. Der letzte Tier. Also wir haben jetzt Adlerschlange Wal. Von den Akaviri bekam sie ein Elixier und eilte daraufhin in den Wald zurück. Und während Holgeire bereits die Winde Sovngarde riechen konnte, verabreichte sie ihm das Elixier und er wurde auf der Stelle geheilt. Durch die Schlange, bis Fjorgi, als sie den letzten Tropfen in Holgeires Mund träufte, und da die Reise sie sehr geschwächt hatte, gesellte sie sich augenblicklich zu ihren Vorfahren. Holgeires Kummer war so groß, dass er eine Grabstätte richten und dass er sich nach ihrer Fertigstellung das Leben nahm, um wieder bei ihr sein zu können. Boah, lese mit trockenem Mund, echt nervig. Alles klar, also. Ist noch einer versteckt? Gut, her damit. Ich will das Rätsel jetzt lösen. So. Memo an Gedächtnis, mich jetzt nicht blamieren. Adler. Nein, nein. Schlange, genau. Wal. Schlange. Alles klar, der Hebel war unten.
Hebel war unten. War der Hebel unten? Ich hatte vor uns gesehen, da. Ja, es ist offen. Und ja, da gehen wir dann das nächste Mal hin. Das passt zeitlich gerade sehr gut. Und dann werden wir uns so die Totenbeschwörerin vorknüpfen können. Ich hoffe, es war für euch wieder spannend und ich hoffe natürlich, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.